Herzlich willkommen, eure Freunde, zum Halloween-Update, Leute. Es gibt Süßes oder Saures. Den Oktober habe ich so gern. Na, eigentlich eher Halloween. Süßes, Saures, Kostüme und Kürbisse. Sind ja erstmal total lecker, aber man kann auch wunderhübsche Laternen aus ihnen basteln. Genau richtig gehört. Basteln mit Kürbissen. Probiert's doch mal aus. Nuxladen und Gerd verkaufen nun Kürbissetzlinge. Na, wer von euch pflanzt mit? Wäre doch toll, wenn Nimmerland ganz im lustigen Kürbislook erstrahlen würde. Nuxladen verkauft dazu auch Süßigkeiten. Man kann davon für Halloween gar nicht genug haben. Ich freue mich schon drauf, eure Halloween-Kostüme zu sehen. Bereitet eure Kostüme und Accessoires rechtzeitig vor dem großen Ereignis vor. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ja, Leute, das Halloween-Update ist da. Oh mein Gott, wir können endlich Sachen einpflanzen und ernten. Wir sind in Harvest Moon oder Stardew Valley auf einmal. So, aber erstmal müssen wir natürlich die Post hier begutachten. Beim Nuke-Portal im Service Center sind jetzt brandneue Attacke gegen. Oh, cool. Ich werde euch am 31. Oktober zu Halloween heimsuchen. Meine Kürbisköpfe. Bewundert bis dahin dieses Porträt von mir und sammelt fleißig Süßigkeiten, wie es sich für brave Untertanen gehört. Ist bestimmt so eine Tüte oder so. Heute habe ich eine wichtige Botschaft für dich. Muskeln lassen sich nicht. Aha, danke, Hennes. Und 5000. Okay, sehr schön. Was haben wir denn Schönes bekommen von ihm? Da schauen wir doch mal rein. Ein Porträt von Jakob. So, stellen wir auch mal hier hin, ne? So, ablegen. Hä? Oh, ich kann das nur in das Haus platzieren, okay. Gehen wir da mal kurz rein. Also, wir werden heute vielleicht, wenn wir schaffen, denn ich muss auch gleich los zur Schule. Beziehungsweise zur Uni. Sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Genau, wir gucken mal, wie viel Zeit wir heute haben. Wegen dem Kürbishof. Falls sie jetzt überhaupt schon Kürbisse verkaufen, das weiß ich nicht. Deswegen gehen. Guck mal, die haben jetzt die Spinnennetzen dran. Oder will jemand was von mir? Bäckchen, es ist höchste Zeit, dass ich dir eine der wichtigsten Emotionen beibringe. Und wenn ich das sage, kann es nur um eines gehen. Liebe, Nimue. Es gibt ja nur einmal Momente im Leben, da möchte man vor Begeisterung dahinschmelzen. Hier, ein kleines Beispiel. Oh, eine wunderschöne Handtasche. Die muss ich unbedingt haben. Siehst du, wenn du dich das nächste Mal in etwas verguckst, dann zeig anderen ruhig, wie angetan du bist. Oh, dankeschön. Dankeschön. Oh, ja, süß. Oh, Gerd ist da. Perfekt. Wir holen uns aber erstmal noch die Bonus-Mile. Und wir gucken mal, was es da jetzt gibt. Wir müssen auf jeden Fall noch 3000 Stück sparen für das Silo. Weil Silo ist echt teuer. Das ist wirklich teuer. Wie soll ich das denn bewerkstelligen? Ja, gib her. Bitte wählen Sie einen folgenden Service aus. Nuke mal einlösen. Sind die hier? Okay, gehen wir mal gucken. Oh! Die Augenfarben und Bodypainting gibt's jetzt. Cool. Das ist Silo, ne? 3000. Muss ich mal hier ein paar Meilen fahren. Generell für alles. Und das war's dann auch? Oder ist hier noch was? Okay, das heißt, ich brauche 5000 für die einen Sachen. Für die hier. Und dann noch 3000 dazu. 8000 Meilen brauche ich. Ja, das muss doch wohl. Das ist machbar, Leute. Das ist doch machbar, oder? So, gibt's auch was Neues im Nook Shopping? Gehen mal gucken. Ne, nur noch den Mondteppich. Aber den haben wir ja schon. Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Gerd, ne? Zu Gerdi. Ich hoffe, er gibt uns was Schönes. Ich hoffe es. Eindruck ist er heute da, ne? Mein Gott, ey. Wäre das nur ein Fail, wenn er heute nicht da gewesen wäre. Oh, hallihallo. Ist das nicht ein wunderschöner Tag, um ein paar Blümchen zu kaufen? Und vielleicht noch einen Busch dazu? Du hast Glück, denn heute verkaufe ich den Duftblütenbusch. Zu dieser Jahreszeit zeigt er seine volle Pracht.
Also mach dich bald an zu einpflanzen. Ach ja, ich habe gute Neuigkeiten. Da Oktober und Halloween einfach zusammengehören, biete ich jetzt auch Kürbissetzlinge an. Schon ein paar Tage nach dem Pflanzen der Kürbissetzlinge warte erntereife Kürbisse auf dich. Sie mögen es übrigens, jeden Tag gegossen zu werden, und fröhliche Kürbisse bringen eine gute Ernte. Noch was zu den Kürbissen. Ab und an wechseln sie vor Aufregung über ihr Wachstum gleich die Farbe. Welche Farbe ein Kürbis bekommt, sieht man erst mit der Zeit. Es gibt 4: Orange, Grün, Gelb und Weiß. Kürbisse sind ein Riesenspaß. Ich hoffe, dass du dich mehr daran versuchst, welche großzuziehen. Wie darf ich dir heute weiterhelfen? Ich möchte einkaufen. Selbstverständlich. Wirf ruhig einen Blick auf die Blumensamen. Das sind die Kürbissetzlinge. Okay. Wie viel kaufen wir uns? 30? Ich würde da fast sagen 30. Nee, Paket bitte. 30 oder 40? Oh, wir haben da oben eigentlich schon genug Platz, ne? Und ich spekuliere darauf, dass wir, Ostern dann noch weitere neue Gemüsearten bekommen. Oder auch Erdbeeren. Erdbeeren wären auch cool. Erdbeeren wäre auch cool. Ja, komm hier, gib her. Gib mir das Zeug. Gib mir das Zeug, ey. Einfach Schwede. 500 hier, bitteschön. Danke, danke. So, ja, ja. Immer her damit. Herzlichen Dank. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, 20, ne? Wie viel habe ich gesagt? 40, ne? Ja, ich würde schon sagen 40, ne? Minimum. Hier, nochmal. Oh, es wäre so cool, wenn man selber bestimmen könnte, wie viele man direkt kauft und nicht hier die ganze Zeit das hier passiert. Da, nochmal 5. Und dann glaube ich noch einmal 5 und dann war es das, oder? Ich glaube schon. Wenn ich jetzt 5 mehr oder weniger habe, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, gib her. 5. Okay. Sehr schön. So, ja, gib her. Super. Nee, mehr brauche ich nicht. Danke. So, dann gehen wir mal hinten. Obwohl, warte, wir gehen erstmal noch hier rein. Und wir wollen ja auch die Outfits begutachten, falls es neue gibt. Gibt es neue Saisonmöbel links? Natürlich. Oh, natürlich, Leute. Ich wollte gerade sagen, natürlich nicht. Aber da haben wir was. Ein Kürbis-Laternen-Set. Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Für dekorieren und so. Oh Gott, das ist ja eine Quietsch. Nee, die ist mir zu teuer. Hast du auch neue Items? Zum Beispiel eine Halloween-Axt oder sowas? Was ist das denn? Hier so ein Suppendings. Suppenkessel. Och, ich finde, der passt auch super zu Halloween. Den kaufe ich auch mal. Ja, ich habe Interesse. Bonbons, okay. Rot-Wunderkerze. Nee, okay. Nichts dabei für mich. Oder Bonbons? Kann man Bonbons so viele kaufen, wie man will? Weil dann kann ich das echt kurz vor knapp machen. Bei uns aber nur im Oktober, also solltest du lieber schnell zuschlagen. Aufgrund der voraussichtlichen hohen Nachfrage können wir jedem Kunden nur ein Exemplar pro Tag. Dann muss ich doch alles. Dann muss ich doch jeden Tag hier was kaufen. Habe ich es gekauft? Ja, ich glaube schon. Ja, habe ich. Gut. Sehr gut. Okay, dann müssen wir die uns aufbewahren, tatsächlich. Nicht, dass die weggekauft werden. Leute. Weil ich habe gehört, man bekommt dadurch auch noch weitere Rezepte, wenn man die dann später den Bewohnern gibt. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt mal eben hier rein. Gucken mal, was wir hier so Schönes haben. Teufelsohren, die sehe ich schon. Sehr cool. Ich meine, wir sind schon sehr, sehr Halloween-mäßig angezogen, finde ich. Vorhin das Klopapier um mich herum. Aber was haben wir hier jetzt? Wichtig Kostüm ist nicht nur, ne? Dämonenreif. In sämtlichen Farben, das ist natürlich cool. Am liebsten hätte ich alle. Am liebsten hätte ich echt alle. Wir nehmen die jetzt erstmal. Okay, heute nur das. Am liebsten hätte ich echt alle, weil die echt cool aussehen. Naja, ja, zur Kasse gehen. Ja, danke schön.
sieht gut aus. Möchte eigentlich mal wieder hier sie hier mit mir reden? Das frage ich mich jetzt. Hast du dich schon mit Kleidung für den Winter eingedeckt? Du kannst ja nicht einfach Winterschlaf halten. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Okay, Leute. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, ja? Oh, ich liebe Kürbisse. Aber Essen nicht. Essen mag ich nicht. Essen ist nichts für mich. Hatte da jetzt auch eine Kürbispflanze drin? Nee, ne? Nee. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Jetzt müssen wir erstmal da hinten hinlaufen. Wo der Bauernhof, sag ich mal, hinkommt. Hier war es. Genau. Also wir können... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das machen will. Also ich glaube, ich mache erstmal kurz einen Weg. Ich glaube, ich mache echt erstmal kurz einen Weg. Oh, wir haben irgendwas Neues bekommen. Eine Kosmetüren-Dingsy. Bauarbeiten beginnen. Ja, gib mal her hier jetzt. Ja, Helm. Helm ist sehr, sehr wichtig tatsächlich, ich weiß. So. Was nehmen wir für einen Trampelfahrt? Ich bin ja eigentlich für einen Trampelfahrt. Weil Bauernhöfe haben ja nicht so den Luxus tatsächlich. Wie ist das denn? Ist das schon die optimale Höhe? Ich glaube schon. Ja, ist so, glaube ich. Gut. Dann machen wir auf jeden Fall hier neben ein Feld. Neben dem Bauernhof. Ah ne, war dann doch noch nicht ganz die Höhe. Ja. Das würde hier dann 3 Felder breit sein. So einfach von hier nach hier. Ja, soll ja schon ein bisschen groß sein, ne? Ja. Du freust dich auch über die Kürbisse, ich weiß. Ich weiß das doch. Oh, Zäune muss ich dann gleich mal nachgucken, welche wir nehmen könnten. Hier bestimmt ein paar schöne. Zack, zack, zack. Ne, machen wir noch eins weiter, ne? Ich würde schon sagen, hier so. Hier ist, glaube ich, gut. So, jetzt hier. Perfekt. Das ist, glaube ich, besser so, oder? So? Ja, so. Okay. So, dann möchte ich auf jeden Fall... Oh, ich weiß es nicht, Leute. Wenn ich hier den Durchgang mache, dann wäre das Feld bis hier hin. Dann kommt hier hinten ein Silo hin. Dann könnten wir hier eigentlich Unkraut platzieren oder sowas. Oder Bäume, Apfelbaum oder sowas. Das könnten wir natürlich machen. Heißt, ich würde dann... Hier. So. Ist immer ein Doppelweg. Oder welchen Doppelweg? Ich weiß es gerade gar nicht. Möchte ich einen Doppelweg haben? Oder hier? Und hier käme dann der Zaun hin. Zaun. Und hier würde dann so eine Art Tor hinkommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, und man kann auch hier reingehen, würde ich sagen. So, okay. Hätten wir das geklärt, das heißt... Ja, jetzt nehmen wir mal hier die Schwarzerde. Ich denke, die passt ganz gut. Für so Beete. Ist das schon... Nee, ah doch, ist schon. Ist tatsächlich schon, okay. Weg damit. Oh, ich kann es nicht wegmachen. Kann es nicht wegmachen, das ist nicht so schön. Dude, hier geht's dann rein. Das heißt. Alter, ich bin gerade ein bisschen überfordert tatsächlich mit der Situation, dass ich hier im Spiel Sachen pflanzen kann. Oder mache ich das wie in Minecraft? Mache ich das wie in Minecraft? Ich weiß es gerade nicht. Ich mach nochmal dich weg. Denn in Minecraft ist es, in Minecraft ist es so, dass ich meistens dann hier direkt neben auch angepflanzt habe. Aber hier ist ja der Zaun, ne? Wenn da der Zaun ist. Ich weiß auch gar nicht, wie die wachsen, Leute. Ich weiß nicht, wie die wachsen. Oh, warte mal, haben wir eigentlich nicht andere? Haben wir nicht noch irgendwas Ähnliches? Ja, das könnten wir natürlich auch nehmen. Garten. Wie siehst du denn aus hier? Zeig mal her.
Nee, gefällt mir nicht so. Gefällt mir nicht so. Sorry. Gefällt mir nicht so. Wir nehmen erstmal das hier. Und ziehen das jetzt bis nach da hinten. Da kommt ein Zaun hin wahrscheinlich. Hier machen wir die Felder aber nach unten. Heißt, wir gehen so runter. Und dann möchte ich eigentlich erstmal, glaube ich, nur was anpflanzen. Ich weiß nicht, mache ich jetzt hier auch noch? Ja, komm, ich mache hier auch so. Haben wir ein Doppelfeld? Passt da noch ein Doppelfeld hin? Nee, ne? Nee, passt nicht. Och, nee. Damit habe ich nicht gerechnet, Leute. Okay, das da unten, das muss ich dann irgendwann nochmal machen. Oder ist es cooler, wenn das so hoch ist? Ist es cooler, wenn das so hoch ist? So hochgezogen wird? Ah, wir machen es mal. Wir probieren es aus. Denn... So. Da... Warte mal eben. Hier kann ich ja dann herumrennen. Heißt, hier kommen dann aber zwei hin. Hier kommt zwei. Hier kommt einer. So, und das wird dann mein Bauernhof sein, denke ich. Das erinnert mich sehr stark an meine Kürbisfarm. In Minecraft. So, und dann können wir hier eigentlich auch noch ein Zweierfeld machen. Ne? Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ob wir hier bei dem Weg auch noch was machen, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das ist schon zu weit. Genau. Oh, Leute, ich freue mich tatsächlich auf dieses Update, weil das ist echt mal... Das hatte Animal Crossing noch nie, dass man irgendwie Sachen anbauen konnte. Anpflanzen konnte. Außer Blumen. Aber Blumen bringen dir allen nichts. Und Kürbisse wäre schon cool. Und wenn es dann im Frühjahr dann diese geleakten Rezepte gibt, für eine Kürbissuppe oder Erbseneintopf oder ähnliches, das wäre natürlich mega cool. Das wäre echt cool. Und Weizen, ne? Obwohl, dafür ist das Unkraut ja eigentlich da. Okay, okay. Komm, pflanzen wir jetzt erstmal ein paar an. Ich möchte sehen, wie die aussehen. Ja, dafür brauchen wir dich wahrscheinlich. Und... Inventar... AX. Oh, warte. Wir stellen uns mal lieber hier hin. Und eine Pflanzen. Ah. Nein! Kacke. Kacke. Okay. Heißt, die müssen wir nochmal rausholen. Gut, die kriegen wir auch zurück. Aber meine Schaufel ist natürlich kaputt gegangen. Da haben wir meine Designer-Schaufel noch. Zack. Geklaut. Perfekt. Heißt, wenn ich mich so hinstelle, dann werden die eigentlich perfekt platziert. Ah, da ist die eine platziert worden. Okay. Okay. Das klappt tatsächlich ganz gut. Perfekt. Das ist echt gut. Wow. Doch, hier geht's aber nicht so leicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die vor mir direkt platziert wird. Ja, unter mir. Okay, sehr gut. Dann machen wir das nämlich. Was ist das denn da? Kürbis S. Achso, Spross. Kann ich den auch hier wieder pflanzen? Ja, kann ich. Sehr gut. Sehr schön, Leute. Oh, Alter, es sieht auch gut aus, Leute. Es sieht nicht nur schön aus, ja. Es sieht einfach gut aus. Oh. Endlich mal wieder ein cooles Feature, Leute. Endlich. Ich war schon damals ein bisschen enttäuscht, als es kein Schwimmen gab, weil eine Insel und dann kein Schwimmen. Ist ja ein bisschen traurig, oder? Hätten sie eigentlich direkt am Anfang machen müssen. Weil... Was denkt man an einer Insel als erstes? Strand, schwimmen gehen, Wellen. Und dann bekommt man hier sowas, wo man gar nichts davon machen konnte. Das war schon traurig. Ich weiß. So, gut. Was hätten wir? Ah, hier unten weiß ich noch nicht, Leute. Hier unten weiß ich es einfach noch nicht. Vielleicht machen wir den nochmal weg. Weg.
Und weg. Vielleicht machen wir die hier seitlich. Ich würde sagen, wir machen die hier seitlich einfach. Oh, Alter. Ich hasse dieses Tool, ne? Ich hasse es immer noch. Ah, weg damit. Weiß nicht, ob ich hier oben einen Zaun brauche. Weiß nicht. Soll ich hier oben noch einen Zaun hin? Weiß ich echt nicht. Egal. Wir machen jetzt einfach erstmal hier so eine Reihe hier. Da könnten wir nämlich noch ein Kübelschild oder sowas dann basteln. Für davor. Das wäre ganz cool, ja. Das stelle ich mir cool vor. Na, da kommt er hier wieder. Sehr schön. Der freut sich schon auf sein Kürbisfeld. Ich meine, wer soll ihn denn verübeln, ne? 4 Stück passen hier hin. Okay. Wie viel habe ich noch? 2. Ja. Ist in Ordnung. So, jetzt muss ich alle gießen, ne? Oh, das ist ja nervig. Das ist ja wirklich nervig, glaube ich. Ah, warte, einen Kürbis haben wir noch. Einen haben wir noch hier. Pflanzen. Oh, nee, daneben. Oh. Oh, Mann, ey. Dieses Pflanzen, ey. Als ob wir schon wieder über 21 Minuten sind. Gefühlt habe ich nichts gemacht. Wirklich nicht. So, und jetzt gießen. Dann gucken wir uns noch eben an, wie das aussieht. Wo ist denn mein Gießkanne? Habe ich die überhaupt mit? Bestimmt nicht, ne? Weil ich die nie benutze. Tatsächlich nicht. Jetzt müssen wir nochmal zurücklaufen. Och Gott, Leute. Leute, ey. Da geht's nicht. Oh, jetzt, boah, das ist ja hier ewig her. Ich glaube, ich sollte... Oh, Ballon. Ballon, Leute. Ballon. Zack. Ja, damit... Oh nein, mein Goldschleuder ist kaputt. Wow, ich dachte, die geht nie kaputt. Das ist ja auch Betrug. Wieso habe ich die dann... Also dafür verschwende ich mein Gold nicht nur mal aus. Ein Bürotisch platzieren. Sehr hübsch, brauche ich leider nicht. So, schnell eine Gießkanne, Leute. Oh mein Gott. Weg hier. Rein mit dir. Schneller, geht das nicht schneller? Falsches Inventar. Hier. Gießkanne, da haben wir eine Kindergieß. Ich nehme mal 2 mit, nicht, dass sie kaputt gehen. Nicht, dass sie kaputt gehen. Ich bin gespannt, ob, wenn wir die ernten, ob dann wirklich alle Kürbisdinger kaputt sind. Das wäre auch noch gut zu wissen. Ne, Thomas? Liest du hier schon das Kapitel Kürbis anpflanzen durch? Super. Super. So, dann... Gießkanne. Macht er so? Ja, stimmt, der macht das so. Ah, okay, gut. Ich dachte gerade, wird jetzt die Erde da dunkler oder glänzen die einfach nur? Aber die glänzen wohl nur. Sehr gut. Sehr gut, also wie bei den anderen Blumen. Okay, das ist natürlich leicht zu merken. Ja, hier auch noch. Und dich. Guck mal, du kriegst... extra viel Wasser für die Besten, natürlich nur für die Besten. So, hat das ausgereicht, weil ja, sehr gut. Hier auch noch sehr schön. Ach, das ist ein schönes Update, Leute. Endlich kann ich Gärtner werden. In Sims war ich tatsächlich auch eine Zeit lang sehr, sehr gerne Gärtner, weil ich das irgendwie cool fand. Dabei war ich dann gleichzeitig noch Koch und ich konnte dann immer die perfekten Sachen kochen. Das war echt cool. So, offscreen werde ich dann das hier noch eben befüllen und wässern und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.